Schönen guten Tag, willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Ich darf das Wort an Herrn Vizekanzler Werner Kogl übergeben. Ja, danke schön auch für Ihr anhaltendes Interesse hier. Ich darf auch jene begrüßen, die uns noch am Livestream verfolgen. Und wahrscheinlich geht es uns allen ähnlich. Ich würde auch lieber hier stehen und erklären, dass mehr möglich ist. Wir alle würden das lieber machen. Auch unsere persönlichen Wünsche sind in diese Richtung. Aber wir müssen unsere persönlichen Wünsche hinten anstellen. Verantwortung steht jetzt vorn. Vorne steht die Verantwortung. Das heißt, wir müssen unser Gesundheitssystem schützen. Und damit schützen wir auch Menschen, unsere Familien, unsere Freundinnen und Freunde und, und. Und deshalb auch wieder ein Appell an alle, die in Österreich leben. Bitte leisten Sie auch Ihren Beitrag. Schützen Sie auch nicht nur Ihre, sondern die Gesundheit der anderen. Auch wenn es schon nervt. Und auch noch ein offenes Wort. Wenigstens für die nächsten Wochen, es wird ja mit Sicherheit ab Ostern eine andere Zeit kommen, wir haben es halt schon mehrmals gehört, konzentrieren wir uns nicht darauf, wo wir noch Schlupflöcher finden könnten, sondern konzentrieren wir uns darauf, wie wir hier zusammenhalten können und die Maßnahmen befolgen, damit wir die letzte Etappe noch einmal gut hinbringen. Die letzte Etappe eines Langstreckenlaufs, wir haben das ja schon öfter gebraucht, das Bild, wo wir aufgrund der Virusmutation jetzt natürlich noch am Schluss auf den letzten Kilometern entsprechenden Gegenwind kriegen. Und das fühlt sich natürlich nicht gut an, das verstehen wir, aber wir können es noch schaffen und wir werden es auch schaffen, wenn wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen und durchhalten. So, warum machen wir das? Was ist das Ziel noch einmal? Es ist das Gleiche wie im Frühjahr und dann im Herbst, wo wir es ja schon viel schwieriger hatten. Alle haben es bemerkt. Wir wollen unser Gesundheitssystem auch schützen. Wir wollen erreichen, dass die intensivmedizinischen Kapazitäten nicht übergehen. Will heißen, jede und jeder, der ein Intensivbett braucht, soll auch eines bekommen. Der muss noch gar nicht einmal an Covid erkrankt sein. Wir haben hier eine Auslastungssituation erlebt, die mehrere Wochen an der Grenze war, um nicht zu sagen an der Kippe. Ein offenes Wort, an der Kippe. Es ist sich gerade noch ausgegangen. Und wenn wir zurückblicken, dann hat das genau die Ursache gehabt, dass Wochen vorher die Infektionszahlen in einer Art und Weise fast explodiert sind, wie es erstens keiner vorhergesagt hat, wie in den meisten Ländern Europas und wo die Maßnahmen, dieses zu unterbinden, nicht ausgereicht haben. Aus dem kann man lernen und das wollen wir jetzt tun. Genauso wie es der Bundeskanzler und die Kolleginnen und Kollegen vor zwei Stunden hier erklärt haben, ist es so, dass wir mit diesen Maßnahmen das Ziel verfolgen, Gesundheit zu schützen, die Spitäler zu schützen, die Intensivstationen nicht zu überlasten, ja, und auch Leben zu retten. Wir haben es ja gehört, vom Herrn Wagner, es geht hier auch um die Verringerung der Todeszahlen. Und wenn wir wissen, dass mit dieser Mutation die Verdoppelungszeiträume auf eine Woche zusammenschrumpfen oder von mir aus umgekehrt formuliert, dass wir in wenigen Wochen eine Verzehnfachung der Ansteckungen haben, dann kann man auch nachrechnen, dass wieder wenige Wochen später genau dann dieser Umstand eintreten würde, jetzt darf ich im Konjunktiv bleiben, dass die Kapazitäten eben nicht ausreichen in den Spitälern. Also verfolgen wir das Ziel, jeder, der ein Intensivbett braucht, soll eins bekommen und wir wollen die Todeszahlen reduzieren. Ganz einfach und klar, auch wenn es wehtut. Ja, und die Medizin schmeckt nicht, die hier noch einmal verabreicht wird, aber alles hat bewiesen, sie wirkt. Sie wirkt noch am besten in diesen Maßnahmenbündel. Ja, jetzt zu den Wirtschaftshilfen. Der Gegenwind, den uns diese Mutation auf den letzten Kilometern beschert, den spüren natürlich alle in der Wirtschaft und auch die Beschäftigten. In allen Betrieben in Wahrheit. Und das geht von Ein-Personen-Unternehmen über die Klein- und Mittelbetriebe bis zu den Industriebetrieben. Es bemerken die Beschäftigten natürlich die Umstellung und sind betroffen. Es ist erst recht, sind diejenigen betroffen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das ist alles ganz klar. Die Kulturbetriebe, die Vereine, auch die Sportvereine, die Künstlerinnen und Künstler, die Sportlerinnen und Sportler und im Wirtschaftsbereich noch einmal natürlich die Dienstleisterinnen und Dienstleister, Tourismus, ja, und auch die Restaurantbetreiber und die Betreiber der Wirtshäuser.
Das ist uns alles bewusst. Und wir möchten uns, denke ich, spreche da für alle, wir möchten auch einen Dank aussprechen, dass über weite Strecken und im Großen und Ganzen ein derartiger, auch in diesen betroffenen Branchen, ein derartiger Zusammenhalt herrscht und also ein Dank fürs Durchhalten und Mitmachen. Deshalb sind wir ja auch umgekehrt dazu da, die Überlebenschancen der Betriebe und der Arbeitsplätze zu verbessern, um nicht zu sagen zu sichern. Und ich glaube, da gelingt sehr viel, auch im europäischen Vergleich. Wir haben ja diesen Dreischritt retten, überbrücken und später uns dann wieder aus der Krise rauszuinvestieren. Die Maßnahmen, die jetzt anschließend präsentiert werden von den Kolleginnen und Kollegen, betreffen vor allem die Überbrückungsphase in dieser schwierigen Phase, aber in dieser wohl letzten Phase der Pandemiebekämpfung. Was sind die Ziele der Hilfsmaßnahmen, die wir jetzt setzen müssen für die angesprochenen Branchen und Betriebe? Na, dass sie rasch greifen wieder, rasch, treffsicher und so zur Überbrückung beitragen, aber auch zumindest was die ökonomischen Unterstützungsmaßnahmen betrifft, eine gewisse Planungssicherheit geben. Der Herr Bundesminister für Finanzen wird das dann im Wesentlichen ausführen, wie nämlich die Vielfalt unserer Wirtschaft und unserer Wirtschaftsbetriebe hier auch treffsicher geholfen werden kann. Bei den sozialen Absicherungspaketen spielt auch die Kurzarbeit eine Rolle. Ich möchte es nur einmal hervorstreichen, auch die Kurzarbeit, die ein Rieseninstrument ist, auch aber für die Beschäftigten natürlich und sie verhindert Arbeitslosigkeit. Die Kurzarbeit soll ja verlängert werden und adaptiert werden. Auch dazu gibt es Übereinstimmung mit dem neuen Arbeitsminister. Bei den Wirtschaftshilfen für den Betrieben werden zwei große Elemente noch einmal neu dazukommen zum bewährten Fixkostenzuschuss. Einerseits eine Bonuszahlung, eine Zusatzzahlung, weil die Situation ja schwieriger geworden ist. Und zweitens und ganz schnell eine Vorauszahlung, damit hier einmal auch etwaige Liquiditätsbedürfnisse abgesichert werden können. Also Vorauszahlungen und Bonuszahlungen, durchaus namhafte Aufschläge. Und diese Größen werden sich, und das sollte eigentlich für viele eine gute Nachricht sein, werden sich am Umsatz der vergangenen Zeiten orientieren. Näheres werden wir gleich hören. Auch die diversen Überbrückungsfonds in den verschiedenen Lebens- und Wirtschaftsbereichen, beispielsweise in der Kultur, werden ausgebaut, dem Förderanspruch nach, und sie werden auch verlängert. Viele dieser Fonds, ich will sie gar nicht mehr alle aufzählen, werden im Wesentlichen bis Juni jetzt verlängert. Das würde auch im Übrigen den Fonds betreffen, für den ich gemeinsam mit der Frau Kollegin Köstinger selber zuständig bin, den Non-Profit-Fonds. Auch dort geht es unterm Strich um gar nicht so wenig Arbeitsplätze, weil die Vereine und die freiwilligen Organisationen in Österreich durchaus auch einen Wirtschaftsfaktor darstellen. Auch da werden wir genau entlang der neuen Maßnahmen, Hilfsmaßnahmen, die entsprechenden Förderungen nachbauen. Also schnell, treffsicher und Planungssicherheit erzeugend. So sollen diese Hilfen ausgestaltet sein für die Zeit, in die wir jetzt noch reingehen. Insgesamt wollen wir natürlich damit die Anstrengungen erhöhen, auch schon wieder für ein bisschen Zuversicht sorgen für die Zeit danach. Ganz sicher wird es, wenn es dann um die Investitionsphase geht, um uns aus dieser Krise raus zu investieren, wird es so sein, dass wir hier von Comeback reden können, vor allem für Comeback für viele Wirtschaftszweige, aber auch für viele Betriebe. Also mit 2021 wollen wir die Comeback-Jahre beginnen und deshalb zwei Ziele jetzt: Infektionszahlen drücken und die Zuversicht und die Anstrengungen steigern. Also das wird gelingen, das geht mit Durchhalten und Zusammenhalten. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Worte.